Hi, ich bin Daniel und ich werde euch jetzt mal ein bisschen was über Open Source Firmware erzählen. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr viel sogar zu erzählen. Ich könnte damit jetzt tatsächlich eine ganze Woche Programm füllen, auch alle Räume hier parallel bedienen, abgesehen davon, dass ich mich nicht teilen kann. Deshalb habe ich das Ganze ein bisschen einschränken müssen, sehen wir dann aber gleich. Also ihr werdet konkrete Sachen dann da raussehen, die ich jetzt erwähne, die ich in anderen Vorträgen, die ich schon vorher mal gehalten habe, so nicht erwähnt habe. Das heißt, ich werde den Fokus immer mal ein bisschen rumschwenken. Und wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ich habe schon öfter über dieses Thema gesprochen. Ja, und bevor es jetzt losgeht, noch ein ganz kleiner Disclaimer. Wir werden jetzt über ein paar Sachen sprechen, die vielleicht auch mal ein bisschen politisch werden. Ja, das hier ist nicht als Kritik gemeint, das ist nicht als Rant gemeint oder irgendwie als böse große Firmen oder sowas, auch wenn das vielleicht gleich mal so rüberkommen könnte. Das ist nicht die Aussage, die wir treffen wollen, sondern wir wollen hier darauf schauen, was jetzt aktuell gerade passiert und was wir vielleicht auch selbst einfach machen können. Ja, und lasst euch einfach mal so ein bisschen darauf ein. Wir haben eine kleine Agenda. Ich werde jetzt ein bisschen was erstmal zur Einführung sagen, was jetzt überhaupt genau Firmware ist im Allgemeinen. Dann ein bisschen konkreter was zur Open Source Entwicklung sagen und dann ein bisschen schauen, wie man Software bzw. in dem speziellen Fall Firmware dann baut, wie man das einsetzen kann und was ihr vielleicht auch teilweise selbst schon entdecken könnt und wie man sich da ein bisschen herantasten kann. Ja, kurz zur Einleitung. Was ist überhaupt Firmware? Ich sage immer gerne, Firmware ist überall. Ja, das heißt also, ich habe hier jetzt so eine kleine Uhr zum Beispiel, die hat so eine digitale Anzeige. Da ist irgendwo ein Chip drin, der kann Bluetooth und hast ihn nicht gesehen und da ist Firmware drin. Wenn ich jetzt hier überlege, ich habe hier so ein Telefon dabei, da sind wer weiß wie viele Chips drin, das kann ich selbst jetzt noch nicht mal so genau sagen, da ist bestimmt, weiß nicht, 20 Mal Firmware drin oder so. Und das sind alles verschiedene Sachen, die kommen aus verschiedenen Quellen und die sorgen dafür, dass heutzutage unser ganzes digitales System so funktioniert. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel ein Bild gemacht von dem Büro in meiner vorherigen Firma. Da war dann ein Drucker von HP und der hat mal so ein Firmware-Update bekommen. Das heißt also, wenn ihr bei euch jetzt auch so einen Drucker zu Hause habt und da steht mal irgendwas von so Downloading, dann kann es gut sein, dass er auch einfach gerade mal die Firmware updatet. Das heißt also, in dem Moment ist das System dann kurz nicht benutzbar, sprich man kann in dem Moment nichts drucken, wartet ein bisschen und dann hat man eine geupdatete Firmware. Vielleicht kann man dann mehr Sachen machen, kriegt neue Emoji oder sowas, die man dann drucken kann oder sowas. Ja. Und das ist aber halt nicht nur auf solchen Geräten, das ist auf allen Geräten wirklich der Fall. Ich habe jetzt auf der anderen Seite mal gegenübergestellt, was man typischerweise so von Desktop- und Laptop-PCs kennt. Da hat man halt ganz, ganz viele Chips, wie gesagt, und da braucht man überall jeweils Firmware. Und die zwei Sachen, auf die ich gleich konkreter zu sprechen kommen will, das sind einmal die Firmware für die Host-CPU, also das, was ihr kennt als der Prozessor, wozu dann auch die Initialisierung der ganzen Hardware drumherum gehört. Und auf der anderen Seite werde ich auf etwas Spezielleres schauen, was aber auch heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und das sind Embedded Controller. Ja, was macht Firmware jetzt überhaupt so genau? Wir haben jetzt gerade schon so Bilder gesehen. Also im Allgemeinen erstmal kümmert sich Firmware darum, die Hardware so zu initialisieren, dass sie überhaupt funktioniert. Das sieht im einfachen Fall so aus. Ihr habt sowas wie einen Mikrocontroller oder einen Mikrochip. Da gibt es ein Register und die Register möchten mit Werten befüllt werden. Wenn ihr schon mal irgendwie was im Bereich Arduino gemacht habt oder ESP8266 sind jetzt auch sehr bekannt oder damals auch so schon die ersten Atmel-Mikrocontroller, die recht günstig wurden, wo man einfach mal mit basteln konnte, da kennt ihr das vielleicht so ein bisschen her oder hier von der Uni vielleicht, wo man dann auch schon mal sowas als praktische Beilage hat zu dem eigentlich theoretischen Studium. Ja, also das ist so die ganze Initialisierung. Man schreibt erstmal irgendwo was in Register rein und dann kann man Hardware benutzen. Das kann sein, um irgendwelche Schnittstellen anzusprechen. Das kann aber auch sein, um überhaupt die Hardware intern zu konfigurieren. Eine Sache, die in den letzten Jahren sich auch immer mal so ein bisschen fancy entwickelt hat, ist die Benutzerinteraktion. Das heißt, wenn ihr jetzt so einen Rechner startet,
Ihr kennt das, manchmal wird dann da so angezeigt, F2 drücken oder entfernen oder sowas, dann kann man da so ein Menü haben. Manche haben das so weit getrieben, die haben dann da Maus integriert, die haben dann da Webbrowser eingebaut. Ich habe gehört, Touchscreen gibt es auch. Ja, ist alles total lustig, aber eigentlich ist die Firma ja wirklich nur dafür da, dass man ein Betriebssystem, das man eigentlich haben möchte, starten kann. Und damit sind wir bei der dritten Herausforderung. Die Firmware muss auch mit dem Betriebssystem irgendwie kommunizieren oder interagieren können. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf so einem Laptop ein Betriebssystem habt, dann könnt ihr von dem Betriebssystem heraus mit der Firmware sprechen. Ihr könnt zum Beispiel sowas machen wie Power Management. Ihr könnt sowas machen wie Updates mal einspielen. Soll ja auch nicht verkehrt sein. Ja? Und da gibt es auch sehr viele Projekte, die jetzt so in die Richtung gehen. Und ja, da werden wir jetzt aber nicht mehr so genau drauf zu sprechen kommen, sondern ich werde euch jetzt mehr in Richtung Bastelei hier treiben, weil ich den Wunsch habe, dass möglichst viele Leute sich hier mit dem ganzen Kram beschäftigen, nicht einfach nur konsumieren, sondern Sachen in die Hand nehmen, auseinandernehmen und gucken, wie das alles funktioniert. Und damit fing das auch an. Ihr habt vielleicht von der Firma Sun Microsystems immer mal gehört, die mittlerweile ja von Oracle dann aufgekauft wurde. Die haben sehr, sehr viele Sachen Open Source gemacht. Und dazu gehörte auch Firmware. 1994 wurde dann so ein IEEE-Standard mal rausgebracht, der spezifiziert hat, was Open Firmware sein soll. Nicht Open Source Firmware an der Stelle, einfach nur Open Firmware. Das heißt also, man hat sowas wie Schnittstellen definiert, man hat Aufgaben definiert. Es gibt dazu auch ein entsprechendes Dokument. Ich habe übrigens hier in den Slides überall irgendwelche Links versteckt. Die seht ihr jetzt hier nicht, aber ich werde die online stellen. Da könnt ihr das dann auch nochmal alles so ein bisschen durchklicken und auch die Referenzen nochmal nachvollziehen. Ja, zum Beispiel halt auch zu diesem Standard. Da werdet ihr jetzt dann sehen, dass der gar nicht mehr aktiv ist. Ja, das heißt, er wird auch irgendwann mal zurückgezogen, so ein Standard. Aber wie gesagt, das ist so der Ursprung. Darum entwickelte sich dann halt diese Idee, überhaupt erstmal wirklich nach außen auch zu kommunizieren und Leuten zu zeigen, hey, das ist das, was wir uns da überlegt haben. Da gab es dann einfach ein bisschen Traction und so kam es zum Beispiel zu der Entwicklung OpenBIOS. So, 5 Jahre später ist Folgendes passiert. Da war ein großes Rechenzentrum in Los Alamos. Da wurden ganz, ganz viele Rechner angeschleppt. Dann wurden die eingeschaltet und dann war nichts. Das war ein Problem. Was macht man im Jahr 1999, wo es jetzt noch nicht hier so, weiß ich nicht, Gigabit-Internetverbindungen gibt? Da muss man dann erstmal lange kommunizieren, bis man sowas behoben bekommt. Und das war die Geburtsstunde von einem heutigen Projekt, nämlich dem Coreboot-Projekt. Coreboot ist ein Open-Source-Firma-Projekt, wo sich mittlerweile auch andere große Firmen hintergestellt haben, also nicht nur so Hobby-Leute, sondern auch zum Beispiel Google. Also wenn ihr ein Chromebook kauft zum Beispiel, abgesehen von den ersten 3 Modellen, auf den ganzen anderen wurde jeweils Coreboot dann eingesetzt für die ganze Initialisierung, für die komplette Firmware. Könnt ihr euch auch Details zu durchlesen, will ich jetzt erstmal nicht weiter darauf eingehen. Und in Rechenzentren wird das genauso benutzt. Das heißt zum Beispiel so eine große Firma wie Facebook, die haben, wie ihr wisst, ganz, ganz viele Rechner da überall rumstehen, die müssen funktionieren. Und da sind zum Beispiel Kriterien, die Dinger dürfen einfach nicht ausfallen. Und wenn die mal doch ausfallen, dann sollen die bitte nicht länger als 5 Sekunden brauchen, um hochzufahren. Ja, also da gibt es nicht sowas wie, wir haben jetzt hier 100 neue Rechner bestellt, die sollen jetzt morgen in Betrieb genommen werden und dann hat man ja überhaupt nichts. So. Dann hat sich mit der Zeit irgendwie eine neue Bewegung entwickelt und Leute haben gesagt, so die ganze alte Hardware-Sache, das, was sich früher noch BIOS nannte, wollen wir mal an die Seite schieben, wir machen neue Standards. Da wurde dann das EFI spezifiziert oder auch Extensible Firmware Interface. Da gab es dann Firmen wie zum Beispiel Apple, die damit involviert waren, Microsoft war dann auch mit dabei irgendwann und Intel. Und das ist das, was jetzt mittlerweile etwas weiterentwickelt wurde zu dem UEFI. Und dafür gab es dann eine Referenzimplementierung, die ist auch immer noch heute Open Source, wird immer noch regelmäßig geupdatet und auch von Firmen eingesetzt, die entsprechend Firmware dann bauen. Das ist das TianoCore-Projekt. Dafür wird es später auch noch mal eine kleine Demo geben. Ja, dann werde ich euch mal so ein bisschen zeigen, was man damit einfach mal so machen kann. Mit Dingen, die sonst eigentlich nur große Firmen in die Hand nehmen.
Jetzt noch mal ein bisschen mehr Motivation. Also ich habe ja gerade schon so eine alte Horrorgeschichte erzählt. Ja, das war 1999. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Wenn man jetzt so einen Laptop kauft oder einen Desktop-Rechner, wie auch immer, dann ist da irgendwo ein Mainboard, da ist ein kleiner Chip drauf und auf diesem Chip ist die Firmware. Jetzt installiert man sich ein Betriebssystem und dann ist durchaus die Möglichkeit da, dass das Betriebssystem einem sagt, ja, irgendwas ist jetzt hier nicht so ganz, wie ich das erwarte. Ich habe ja schon gesagt, es gibt da so gewisse Standards, man hat sich auf Schnittstellen geeinigt und da müssen natürlich auch umgesetzt werden. Und wie das bei Software leider so ist, das Ganze wird mit der Zeit komplexer und immer größer und dann treten da schon mal Probleme auf. Und dann schreibt schon mal jemand hier in so eine Mailingliste, wie kann ich jetzt hier die Probleme hier mit ASL beheben? Was ist überhaupt ASL? Ja. Das sind jetzt irgendwelche Outputs, die man da vielleicht mal von D-Message oder so von einem Open-Source-Kernel gekriegt hat, in dem Fall jetzt gerade bei FreeBSD. Und da stehen jetzt irgendwelche Warnungen. Und naja, die Antwort in der Mailingliste war dann so, ja, kannst du jetzt versuchen, irgendwie so ein bisschen was dran rumzufummeln von außen oder du ignorierst das einfach. Denn so wie das ist, es ist halt Software. Software ist nie fehlerfrei, das wissen wir. Ja, egal, wie wir uns bemühen. Und wenn irgendwo Probleme auftreten, dann kann es auch schon mal sein, dass die erstmal gar nicht so schlimm sind. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich aber so eine Abhängigkeit habe, so wie 1999, wo man halt wochenlang und Monate warten musste, bis man mal irgendwo eine Fehlerbehebung vornehmen konnte, oder wie das auch heute teilweise noch so ist, wenn man jetzt mal überlegt, so Firmen wie HP oder Lenovo, die haben Dutzende und Hunderte von Laptops rausgebracht. Und wenn man jetzt so als Consumer oder Endbenutzerin, Endbenutzer sich so ein Gerät kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht besonders groß, dass man irgendwo eine kleine E-Mail hinschickt, Entschuldigung, könnt ihr dieses Problem hier beheben, dass das sofort höchste Priorität kriegt. Da sind dann halt eher wieder so Firmen, die Tausende von solchen Rechnern kaufen, die da entsprechend Supportverträge haben, wo dann eher darauf geantwortet wird. Ja, das heißt, es ist natürlich auch nicht, dass die Herstellerinnen und Hersteller nichts machen. Also man kriegt da durchaus auch Updates. Nur dauert das entsprechend. Und wenn wir jetzt dagegen Open Source Firmware hätten, dann wäre die Möglichkeit auch für uns da uns einfach selbst zu helfen. Ja, weil so ein bisschen aus der Ecke freie Software, nicht nur Open Source Software kommt, hat dann vielleicht auch so die Idee einfach verstanden, dass es doch Sinn macht, einfach die Sachen allein deshalb schon Leuten in die Hand zu geben, dass sie sich selbst helfen können. Oder einfach auch anderen helfen. Ja, das sind ja so die Grundfreiheiten, die die Free Software Foundation auch selbst definiert und verlangt. Naja, und jetzt ist die nächste Sache. Ich möchte ja Wissen vermitteln. Man sollte auch das Wissen haben, sich einfach selbst wieder herstellen zu können. Wenn ich jetzt so ein Firmware-Update mache, weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon von Mobiltelefonen teilweise gehört habt, da ist das Leuten passiert, die haben irgendwo so ein Update gekriegt und dann kam das Telefon nicht mehr hoch. Ist dann schlecht, dann kann man jetzt nicht mehr telefonieren, dann kann man nicht mehr WhatsApp und Twitter benutzen. Ja, dann sind die Leute erstmal ganz grantig und dann stehen die erstmal Schlange vor dem nächsten Laden, der denen das verkauft hat. Das heißt, wenn wir jetzt aber das Wissen vermitteln können, hey, ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, du könntest dir auch selbst helfen. Wer das Android Open Source Projekt kennt oder auch andere Projekte, die davon abgegangen sind, weiß zum Beispiel, hey, da gibt es sowas wie Recovery Bootloader, da kann man einfach mal selber wieder was nachspielen, vielleicht auch einfach mal Updates einspielen, die man nicht mehr von der Herstellerin oder vom Hersteller bekommt, sondern einfach selbst bauen kann oder halt auch schon von anderen, von diesen Aftermarket-Quellen bekommt, wie zum Beispiel LineageOS. Ja. Hier in dem Bild ist jetzt gerade mal einfach ein kleines Beispiel. Da war ich neulich im Hackerspace in Essen, im Chaospot. Und da haben wir genau sowas mal gemacht. Da haben wir auf einen Laptop eine Open-Source-Firmware-Distribution drauf geflasht. Nicht vollständig Open-Source, aber zumindest in großen Teilen. Das war auf Basis von Coreboot. Und dafür braucht man einfach mal so ein bisschen externe Hardware. So wie das, was jetzt hier gerade abgebildet ist auch. Naja, dann muss man halt den Laptop einmal ein bisschen aufschrauben, aber man kann sich damit selbst behelfen. Naja, und was jetzt halt auch aktuell Thema geworden ist und auch immer interessanter wird, ist Malware. Ihr kennt ja so Virenscanner, die kann man sich irgendwo installieren. Die können dann gucken, was passiert so im Betriebssystem.
Die können gucken, was hat man sich so irgendwo runtergeladen, könnte da irgendwo Schadsoftware drin sein. Jetzt ist das aber alles immer begrenzt. Das heißt also, wenn ich mir jetzt irgendwo was runterlade, was bekannt ist, ja, dann kann so ein Virenscanner schon mal anschlagen und sagen, hier Alarm, 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 da möchte ich mal bitte die Datei in Quarantäne schieben oder direkt löschen oder wie auch immer. Es kann aber auch passieren, dass da zum Beispiel so ein ganz, ganz spezielles Binary jetzt drin ist, das dieser Malware-Scanner gar nicht kennt und was dem dann entsprechend durch die Lappen geht. Also wo noch nicht mal das Binary auch selbst analysiert werden könnte. Ja, zum Beispiel, weil man die Firmware für einen anderen Chip gebaut hat, der eine andere Befehlsinstruktionsarchitektur hat. Das heißt also, das ist dann so ein bisschen unbekanntes Feld vielleicht für diesen Virenscanner. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir gleich auch mal auf Embedded Controller schauen werden. Und genau da geht es hier jetzt auch in einem sehr, sehr aktuellen Beitrag. Der Vortrag zu dem, was hier angekündigt wurde, der war übrigens vorgestern. Ich habe noch keine Quellen dazu, dass er irgendwo hochgeladen wurde, aber es wird auch noch kommen. Das werde ich dann später ergänzen in meinem PDF. Ja, und was macht man jetzt, wenn Malware irgendwo in so einem Flash-Chip drin ist? Ich habe ja gerade schon gezeigt, man kann jetzt irgendwie so Sachen auseinandernehmen und sich damit irgendwie selbst behelfen. Ja, aber man wird zum Beispiel sowas gar nicht so schnell mitbekommen als Endverbraucherin oder Endverbraucher. Das ist schon mal schlecht. Ja. Stattdessen wäre es ja schöner, wenn man die Sachen einfach mal auditiert hätte, wenn man irgendwie sehen könnte, hey, da gucken sich Firmen diese Firmware an und schauen, ob das auch alles so in Ordnung ist oder ob da irgendwo Defizite drin sind. Und davon decken wir gerade mehr und mehr auf. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach mal im Bereich Firmware in die Nachrichten schaut, dann seht ihr immer wieder Sachen, die jetzt gerade hochgekommen sind, so wie jetzt gerade das hier, was zum Glück Forschung ist und nicht ein reales Szenario, was aufgetreten ist. Dann seht ihr, dass da immer, immer mehr kommt in der Richtung. Das hat mehrere Gründe. Ja, ein Grund davon sind zum Beispiel die Supply Chains. Das heißt, wenn ich mir jetzt so Hardware kaufe, dann ist die durch ungefähr 100.000 Hände gegangen oder so. Das liegt daran, dass es ganz viele verschiedene Firmen gibt, die daran involviert sind. Ja? Nicht nur irgendwo Leute, die das zusammenbauen, sondern irgendwer muss die Boards designt haben, irgendwer muss die ganzen Chips liefern, irgendwer muss die Firmware für die Chips liefern und dann kommt das auf einmal alles zusammen. Ja, und deswegen untersuchen wir jetzt einfach mal ein bisschen die Hardware. Und hier sehen wir jetzt einfach mal so ein Blockdiagramm von genau dem Laptop, den ich jetzt auch gerade für die Präsentation benutze. Ich höre jetzt schon so ein bisschen schmunzeln. Das hier ist tatsächlich so frei verfügbar. Ja, also dafür habe ich jetzt nicht irgendwie Sachen unterschreiben und 1.000 Euro irgendwo raushauen müssen. Das liegt daran, das ist jetzt ja ein Gerät von Tuxedo. Tuxedo kauft einen bei der Firma Clivo in Taiwan und verkauft die Geräte von dort weiter. Und von da gibt es dann einfach die Anleitung auch mit dazu. Da steht, wie man die Dinge auseinanderschraubt. Da steht, wie man irgendwie, weiß nicht, eine neue Festplatte da reinbaut oder mehr Arbeitsspeicher. Und da ist halt auch ein Blockdiagramm unter anderem drin von dem, was man da so auf dem Mainboard findet. Und da schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber. Abgesehen davon, dass jetzt ganz viele eckige Kästchen sind, das sind so die ganzen Chips, die ihr da im Gerät habt, sehen wir da jetzt zwei Dinge, über die ich hier hauptsächlich sprechen will. Das, was hier steht, Prozessor, ihr habt vielleicht schon mal so aus dem Marketing gehört, Kaby Lake kam dann irgendwann von Intel, mittlerweile gibt es Coffee Lake oder auch noch weitere Nachfolger. Das ist einfach der Modellname für Marketingzwecke. Die haben dann teilweise auch intern nochmal andere Namen und so, aber hier sehen wir dann einfach diesen. Dann, hier wo ich gerade mit dem Mauszeiger drauf bin, das ist so ein kleiner Chip, der auf dem Mainboard sitzt, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Da ist die Firma überhaupt an sich erstmal drauf. Zumindest ein Teil bzw. mehrere Teile. Da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt das Coreboot-Projekt nimmt oder auch das Theano-Core-Projekt nimmt, kann man dort seine Firmware hinterlegen. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so einen kleinen USB-Stick, wo man einfach ein bisschen was draufschreibt. So, ne, ihr kennt vielleicht so Live-Images für Ubuntu oder sowas. So ähnlich ist das hier auch, allerdings recht klein. Das heißt, die Größe ist da so 8 MB heutzutage oder auch schon mal 16 MB, bei älteren Geräten vielleicht 4 oder auch schon mal 12. Und damit muss man dann halt auskommen. Aber das reicht halt für diese ganze Initialisierung und um so ein kleines Menü schon mal anzuzeigen und so, vielleicht auch einen Webbrowser dazu zu packen. Ja, da geht schon einiges rein.
Die zweite Sache, auf die ich zu sprechen kommen will, ist dieser Chip hier. Da steht EC. EC kurz für Embedded Controller. Und ein Embedded Controller kümmert sich heutzutage um sehr viele Dinge. Man kann jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. So ein Embedded Controller, der wird auch manchmal noch mit Super.io bezeichnet. Das ist eigentlich noch eine etwas andere Funktionalität. Manchmal hört man auch den Namen KBC. Irgendwann war das mal Keyboard Controller, ist mittlerweile ein bisschen mehr geworden. Ja, ist einfach die Entwicklung. Alles wird komplexer. Und das sieht dann so aus. Hier ist die schematische Darstellung. Ich weiß, man kann davon jetzt nicht mehr viel erkennen, außer vielleicht hier oben den Namen noch. Und wenn wir mal hier nach unten schauen, da steht zum Beispiel USB Charge. Was heißt das denn jetzt? Also ich kann diesen Laptop hier, den kann ich jetzt einfach zuklappen. Dann geht der in den Suspend-Modus. Was heißt Suspend-Modus? Suspend-Modus heißt, der verbraucht jetzt nicht mehr so viel Leistung. Das heißt also, da werden teilweise Geräte abgeschaltet. Zum Beispiel muss ich jetzt nicht mehr die CPU vollständig benutzen. Kann ich abschalten. Ich muss die SSD jetzt nicht mehr benutzen. Kann ich wegschalten. Das Einzige, was ich machen will, ist eigentlich nur den Arbeitsspeicher erhalten mit dem, was da gerade so drin ist. Und der Rest kann weg. Ja, irgendwo muss natürlich ein bisschen was aktiv bleiben, was dann wieder am Ende, wenn mein Laptop jetzt wieder aufklappt, dafür sorgt, dass alles wieder angeht. Aber ansonsten, der Rest kann runtergefahren werden und dann kann das Ding im Akkubetrieb, weiß nicht, 5, 6, 7 Tage einfach auskommen. Vielleicht auch noch länger sogar. Und ihr seht ja, hier sind ganz, ganz viele Leitungen. Diese Leitungen gehen jetzt zu diesen ganzen Komponenten da auf dem Board und sind dafür da, die zu schalten. Wenn ihr schon mal ein bisschen was an Problemen oder sowas mit Suspend und Resume hattet, dann habt ihr vielleicht mal den Begriff S3 gehört. S3 ist so ein Zustand, der besagt, dass das Gerät gerade im Suspend ist. Das ist eine konkrete Definition, was da gerade ein- und ausgeschaltet ist. Auch da gibt es Standards zu, den ACPI-Standard, Advanced Control Power Management Interface. Advanced Configuration Power Management Interface, danke. Ja, ist ein Riesending. Vorhin der eine Screenshot, den ich gezeigt habe, wo es auch um ACPI ging, hatte genau damit zu tun. Ja, das heißt also, hierfür gibt es jetzt auch eine Firmware. So, und die Firmware, die ist jetzt erstmal essentiell dafür da, wenn ich jetzt einfach mal nur einen Stecker in mein Gerät reinstecke. Dann kommt ja schon mal Spannungsversorgung drauf. Aber solange ich nichts einschalte, passiert ja eigentlich nichts, oder? Dann schauen wir mal genauer hin. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich glaube, ich habe hier eine leichte Verzögerung. Ah, okay. Jetzt ist das, was ich haben wollte. So, was sehen wir da? Ich habe hier einfach mal noch einen zweiten Laptop mitgenommen und an dem habe ich ein bisschen rumgefummelt. Ich habe mir da so einen Sockel reingelötet, worüber ich den Chip einfach rausziehen kann. Das heißt, ich kann den jetzt einfach in den Sockel reinstecken. Dann ist es einfach so, als wäre der Chip aufgelötet gewesen auf dem Mainboard. Und ich kann ihn einfach rausnehmen, dann ist halt kein Firmware-Chip da. Dann passiert Folgendes. Stecken wir hier, sieht man jetzt hier leider nicht in dem Bild, aber das, was man jetzt sehen soll, sieht man. Ich stecke jetzt einfach mal den Stecker da rein. Und dann sieht man. Es hat hier eine leichte Verzögerung leider, also ich sehe es hier schon in live. Noch ist kein Feuer. Genau. Das ist so ein bisschen hier wie Versuch im Physikunterricht. Ja? Also wenn hier was explodiert, war falsch. Das ist nicht das, was man zeigen wollte. Ja, machen wir mal nochmal neu. Wir sind ja flexibel. Seit Open Source, ne, sagt man manchmal, es funktioniert nicht so ganz richtig. So, das ist nicht das, was ich zeigen wollte. So. Aha, guck mal, da steht was mit Error. Okay, ja, alles klar, da sieht man es jetzt. So, was sieht man? Da ist so eine LED, die blinkt da jetzt einfach rum. Das Gerät ist jetzt gerade in Panik. Ist kein schöner Zustand. Ja, das vermisst seinen Firmware-Chip.
das würde jetzt gerne die Firmware laden für den Embedded Controller und einfach das, ja, die Batterie zum Beispiel jetzt hier laden, beziehungsweise den Akku. Oder auch einfach mal so was anbieten, wie ich hier bei diesem Laptop habe, wo man dann über USB einfach mal so ein Telefon unterwegs aufladen kann oder so, wenn das gerade leer wird. Ich ziehe meinen Stecker wieder raus. Ja. So. Ich zeige jetzt mal hier, wie das so aussieht. Ja. Achso, hier. So. Da, so sieht der Chip aus. Der ist klein, ja, also so einen halben Zentimeter breit ungefähr. Da seht ihr, da ist so eine kleine 1 drauf, der hat 8 Beinchen und der hat so seinen Platz hier auf dem Mainboard. Dann stecke ich da jetzt einfach mal in diesen Sockel rein. Ich gucke mal, ob das hier mit der Kamera und dem Licht so einigermaßen hinkommt. Ja. So. Ja, sieht man schon, so soll das eigentlich nicht sein, das Gerät. Ne? Das ist aufgeschraubt. Das ist nicht das, was sich die Firma dabei gedacht hat, als sie mir das Ding verkauft hat. So. Ah. Guck mal, da oben, da sieht man diesen Sockel. Ja, da passen jetzt diese 8 Pins rein, die ich hier auf der Unterseite habe. Jetzt richtig rum reinstecken. Jetzt macht das vielleicht doch... Pff. So. Sieht super aus. Guckt jetzt so ein bisschen da raus, aber das stört mich ja nicht. Ich bin ja hier zum Basteln. Ja. Da sind wir wieder. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja, es leuchtet einmal auf. Aber es blinkt nicht, es geht aus. Das heißt, alles ist in Ordnung. Die Firmware konnte jetzt von dem Chip geladen werden. Okay, soviel zu diesem kleinen Versuch. Zurück zu Slides. Okay, das war die Hardware-Seite. Ja, also man kann jetzt seinen Laptop aufschrauben, man kann sich angucken, was sind da so für Chips drin. Man kann die einfach mal auslöten oder so, wenn man daran rumfummeln möchte. Man kann auch versuchen, einfach mal zu lesen, was steht da jeweils drauf. Aber wer sich das jetzt nicht traut, kann das auch in Software machen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel so ein Linux Live Bootstick nehmen oder wenn man sowieso sowas wie Linux oder so installiert hat, kann man einfach Werkzeuge benutzen, die einem sehr aufschlussreiche Informationen geben. Kann man auch unter anderen, unter proprietären Betriebssystemen, wie zum Beispiel unter Microsoft Windows, da kann man sich auch einige Informationen anzeigen lassen. Wir haben allerdings auch sehr viele Open Source Tools, die dafür da sind, einem alle möglichen Details zu geben und auch bei der Entwicklung von Firmware zu helfen. Manche davon habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Na, ich gehe da mal kurz durch. Da ist etwas, das heißt DMESG, D-Message oder auch Debug-Message. Darüber kann ich mir jetzt Debug... Mein Audio ist weg. Bin ich wieder da? Ja? Okay, jetzt geht's wieder. Gut. Damit kann ich mir jetzt Debug-Messages vom Kernel anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich jetzt ein USB-Gerät reinstecke, dann werden Debug-Informationen ausgegeben, die kann ich mir jetzt darüber anzeigen. Ich kann mir aber auch alles Mögliche, was beim Starten des Kernels überhaupt passiert ist, ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, kann ich mir anzeigen lassen. Das wird dann irgendwo im Speicher abgelegt und dann kann man das sich später angucken. Ein anderes Tool, was ihr vielleicht kennt, ist LSPCI. Damit kann ich mir meine PCI-Geräte anzeigen lassen. Da sind dann sowas dabei wie WLAN-Karten, die ich vielleicht eingebaut habe. Oder auch zum Beispiel SATA-Schnittstellen, die dann da dranhängen. Oder auch zwei, drei andere Sachen, die noch so in so einem typischen Laptop drin sind. Bluetooth-Karten natürlich auch oder Modems. Oder wenn man halt so ein Gerät auseinandernimmt, dann sieht man direkt auch schon, da sind so ein paar Steckplätze. Manchmal sind auch Sachen festgelötet. Ja, manchmal kann man die auch einfach rausnehmen, auch eine andere WLAN-Karte vielleicht einbauen, solange die Firmware das zulässt. Ja, manchmal kommt dann auch das Gerät nicht mehr hoch und sagt, ja, mit diesem Gerät möchte ich jetzt nicht. Ist auch so ein Grund, warum man vielleicht Open Source Firmware haben möchte. Ne? Kann man das einfach selber fixen und dafür sorgen, dass das geht. Ja, so diese Werkzeuge könnt ihr jetzt alle nehmen, dann könnt ihr euch so ein bisschen anschauen, was habe ich jetzt gerade alles bei mir im Gerät. Wir haben in dem Coreboot-Projekt selber ein Tool, das heißt AutoPort. Und das
kann sehr viele von diesen Werkzeugen benutzen und einfach ganz, ganz viele Logdateien generieren. Das ist eigentlich auch dafür designt worden, dass man damit automatisch jetzt Coreboot bauen kann für das Gerät, von dem man diese Informationen holt. In der Praxis funktioniert das leider nur für eine sehr stark beschränkte Auswahl von Geräten und wir haben mehrere Ansätze und Ideen und gucken, was kann man da noch so machen in der Richtung. Aber leider, ich habe ja schon gesagt, ist das Ganze sehr, sehr komplex. Und wenn ihr euch daran erinnert, jetzt gerade habe ich was von einer Kaby Lake CPU erzählt. Es gibt ganz viele CPUs, es gibt verschiedene Sorten von Arbeitsspeicher, ganz viele South Bridges, North Bridges. Und auf einmal verliert man sich in so einem Wald und naja. Diese Werkzeuge sollen einfach dabei helfen, dass man möglichst irgendwie Informationen bekommt. Ja? Wenn ihr jetzt natürlich die Board Schematics, so wie das, was ich gerade angezeigt habe, von eurer Herstellerin oder vom Hersteller habt, dann könnt ihr auch da einfach Sachen nachlesen. Dann könnt ihr zum Beispiel sehen, hey, welcher Embedded Controller ist jetzt bei mir drin. Das finde ich nämlich nicht unbedingt alles über solche Werkzeuge raus. Ja, auch die haben so ihre Grenzen. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was untersucht. Und jetzt möchte ich euch einfach mal etwas Praktisches wieder zeigen, nämlich wie man diese Firmware jetzt baut. Ich setze jetzt erstmal voraus, dass wir dafür Dinge haben. Und zwar folgende zwei Dinge. Das eine ist, wir haben eine Toolchain. Das heißt also, wir haben Compiler, Linker für verschiedene Architekturen vielleicht, insbesondere für die Zielarchitektur von dem Chip, für den ich jetzt hier die Firmware bauen möchte. Möchte ich ein Firmware-Image bauen, das vielleicht sogar für mehrere Chips da ist, dann kann es auch sein, dass ich da mehrere Tools brauche. Ja, für das ASL, was wir gerade schon mal gehört haben, da gibt es etwas, das nennt sich IASL oder YASL. Das ist dafür da, dann einen bestimmten Code für dieses ASL zu übersetzen. Dann kennt ihr vielleicht GCC, die GNU Compiler Collection, beziehungsweise GCC kleingeschrieben, den GNU C Compiler. Ja, sowas kann ich jetzt benutzen, genauso wie ich andere Software auch baue, um Firmware für mein Gerät zu bauen. Und da habe ich jetzt hier einfach mal einen kleinen Ausschnitt von dem, was OVMF mir geben würde, aufgelistet. Und OVMF ist ein Teil von Theano Core, also das Theano Core Open Source Projekt, die UEFI-Referenzimplementierung von Intel. Damit gehen wir wieder zum Terminal rüber. Ja. So. Das, was da jetzt aussieht, wird, wenn ihr das bei euch jetzt einfach ausprobieren möchtet, nicht einfach so funktionieren. Ne? Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe mir jetzt einmal sowieso einen Compiler in meinem Betriebssystem installiert, den ich jetzt auch da benutzen werde. Und dann habe ich mir die Sources runtergeladen für Theano Core. Darin gibt es ein Skript, was jetzt so zum Bauen notwendig ist. Und es gibt eine Anleitung, wie man das jetzt konkret macht. Das sind ein paar Schritte, die man leider erstmal durchlaufen muss, aber wenn man daran dann irgendwie Spaß gefunden hat und das einfach mal machen möchte, dann passiert Folgendes. Man baut das Ganze. Geht jetzt hier ein bisschen schneller, weil ich das schon mal vorgebaut habe. Ja, hier steht noch was von Processing Metadata und dann steht da zack, 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 nothing to do. Ja, das ist schon so gewollt jetzt hier. Ich wollte nicht eine halbe Stunde erstmal brauchen, bis das ganze Ding gebaut ist. Jedenfalls kommt am Ende dann ein Image dabei heraus. Ja? Ich scrolle jetzt mal ein kleines Stückchen wieder hoch. Da. Da. Das ist das, was wir hier haben wollen. Das, was da jetzt mit .fd endet, bei anderen Softwareprojekten endet das mal mit .bin für Binary oder .rom für Read-Only Memory, also das Image, was in so einen ROM rein sollte. Das ist einfach das Ergebnis davon. Und das kann ich jetzt nehmen und in zum Beispiel einem Emulator starten hier. Ja? Das kann ich jetzt natürlich nicht auf meinen Laptop packen, dann funktioniert er nicht mehr. Das ist jetzt wirklich für diesen Emulator speziell gebaut. Da gibt es etwas, das nennt sich QEMU. Das kann auch mit Hardwarebeschleunigung arbeiten und so weiter. Ist ein ganz gutes Tool, um einfach mal ein bisschen Spielwiese zu haben und zu entwickeln. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade für meine Zielhardware etwas mache,
sondern allgemeinere Features vielleicht einbauen möchte in so ein Firmware-Projekt, dann ist das sehr, sehr gut. Gibt dann auch entsprechend Debug-Schnittstellen, also man kann GNU-Debugger zum Beispiel damit verknüpfen. Ja. Dann sieht das so aus, man startet das und zack, steht da was und wir haben ein Bild. Yay. Das ist jetzt das Gleiche, wie wenn ihr euer Gerät einschaltet und dann ist da das Logo von, weiß nicht, von Apple vielleicht, so ein Apfel zu sehen oder von HP das Logo oder was auch immer. Hier ist jetzt halt einfach als Demo das Bild von TianoCore. Das war schon mal die zweite Live-Demo, die geklappt hat. Ist gut. Okay, also alles eigentlich nur halb so wild. Ich bin ja auch jetzt die ganze Zeit hier. Das heißt also heute, den Rest des Tages, morgen auch die ganze Zeit und ihr könnt mich auch sonst immer irgendwie erreichen. Ja, wenn ihr im Zweifelsfall einfach mal nach meinem Namen sucht, dann findet ihr mich auch überall und könnt ihr mich auch gerne zu allem da nochmal befragen und alle Details haben. Ja, ich erkläre euch gerne alles, wie man auch komplett so eine Toolchain vielleicht aufsetzt, wenn man die noch nicht installiert hat, je nachdem, was man für ein System hat und wie man konkret auch bestimmte Projekte baut. Ja, die meisten sind sehr convenient. Hier war das, ich sag mal, relativ convenient. Ihr seht, da muss ich noch so eine Umgebungsvariable setzen, EDK Tools Path. Das ist einfach ein Teil von der Build Toolchain von EDK. EDK ist das EFI Development Kit. Damit baue ich ein OVMF-Image und das wiederum gehört zum TianoCore-Projekt. Ich weiß, ist ein bisschen verwirrend, aber so ist das leider. Nur, dass ihr jetzt mal so ein bisschen den Zusammenhang habt, ja. Okay. Jetzt haben wir mal so ein bisschen was in der Hand gehabt. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, ich habe ja vorhin schon gesagt, es tut sich gerade einiges. Ihr seht jetzt nicht nur Horrornachrichten, sondern es sind jetzt auch sehr, sehr viele positive Nachrichten zu hören in der Entwicklung. Ja, wenn du auf GitHub schaust, da habe ich einen etwas anderen Nickname als den hier. Den gibt es da zwar auch, aber du wirst mich da finden. Ich gebe euch, wie gesagt, gerne später auch alle möglichen Sachen. Ich habe auch selber, ihr seht ja, dieses Gerät, was ich hier gerade in der Webcam hatte, ist jetzt so offen. Und das ist nicht einfach nur für diesen einen Demo-Zweck gewesen, sondern da bin ich jetzt auch dabei und versuche da irgendwie Corbu drauf zu kriegen. Im Moment bin ich noch bei dem Stand, ich kann das Gerät einschalten, dann macht das kurz zeige ich so ein paar Lämpchen an und dann geht das aus. Ja. Habe ich auch Sachen zu auf GitHub, da habe ich auch sehr viele Infos darüber, da schreibe ich auch mal alles schön runter, was ich jeweils so im schrittweise gemacht habe. Ich habe mittlerweile auch auf YouTube mal ein Video hochgeladen für einen anderen Laptop, wo ich dann mal was entwickelt habe. Da sind auch die Sources zu auf GitHub. Kann man sich alles im Detail anschauen. Okay. Eine Firma, die auch jetzt Firmware selbst machen möchte, ist zum Beispiel Tuxedo. Ich habe schon erzählt hier, dieser Laptop ist von Tuxedo Computers, das heißt ursprünglich über die Firma Clivo aus Taiwan gekauft und da war dann entsprechend schon etwas vorinstalliert. In diesem Falle Firmware von AMI, American Megatrends. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder gesehen, das sind die, die haben so ein Logo mit so roten Dreiecken oder so. Ja? Früher so ein bisschen pixeliger, heute vielleicht ein bisschen fanziger. Ich habe dafür auch mal zum Beispiel ein Update hier auf diesem Gerät installiert. Ja, war auch ganz cool, dann erhoffe ich mir jetzt, dass manche Sachen dann auch besser funktionieren. Ich habe jetzt hier tatsächlich keine Probleme feststellen können, aber das heißt ja erstmal nichts. Ja. Updates ist erstmal nicht schlecht. Wer sagt never change a running system, soll mal Leute fragen, die Systeme administrieren, die im Internet sind und die ständig unter Angriff und Feuer sind. Ja. Und das gilt natürlich auch für eure Geräte, die ihr hier habt. Wenn ihr euch da irgendwie was einfangt, ist das nicht so toll. Und wenn die Firmware geupdatet werden kann und sich davor schützen kann, dann ist das eine gute Sache. Ja, also Updates installieren, auch wenn da manchmal Sachen schief gehen können und man vielleicht mal nicht telefonieren kann für eine Woche. Ja, ist immer noch besser, als wenn man da Schadsoftware drauf hat und das Konto leer ist. Ja? Okay, also, Tuxedo sucht gerade jemanden für die Entwicklung von Coreboot, vielleicht sogar auch mehrere, da steht Software Developers. Ich habe ja schon gesagt, dass das Ganze ein bisschen komplizierter ist, das heißt also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass eine arme Person sich da dran setzen muss und jetzt alle Laptops von denen irgendwie auf Coreboot bringen. Ja. Okay, aber das wäre, wenn ihr jetzt einfach mal so ein bisschen rumgespielt habt und denkt, das ist sowas für euch, ja, ein bisschen mal hier im Emulator ausprobiert, ein bisschen mal in der Hardware ausprobiert. Hier war die Frage, ob ich das hobbymäßig mache.
Ja, ich mache es hobbymäßig. Ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich jetzt gerade hier stehe, auch nicht von der Firma, die hier abgedruckt ist. Ich kenne zwar die ganzen Leute, habe da auch Beziehungen zu, gehe ich auch gleich noch mal kurz drauf ein. Ja, aber ich mache das tatsächlich alles nur aus Jux und Dollerei, privat, weil ich Spaß daran habe und weil ich möchte, dass Leute darüber aufgeklärt sind. Ja. Ich habe übrigens auch Tuxedo, genauso wie einige andere Freunde und Freundinnen von mir, immer mal wieder angestupst und gesagt, hey, wollt ihr nicht mal Coreboot machen, wollt ihr nicht mal Coreboot machen? Und tatsächlich haben die das immer mal wieder intern diskutiert, hat ein bisschen gedauert entsprechend. Ja, und jetzt ist der Entschluss gefasst. Jetzt können sie das nicht mehr zurückziehen. Ne? Die Stellenausschreibung, die war schon tausendmal überall im Netz. Okay, weiter. Thunderbolt. Kennt ihr Thunderbolt? Ja, ist wie USB, nur nicht so häufig benutzt. Ist nicht ganz richtig. Es wird ja weitergemacht. Ja, also der nächste USB-Standard, USB 4, wird auf Thunderbolt aufbauen. Was heißt das? Wir brauchen Thunderbolt Firmware. Ja, da gibt es dann so Controller oder irgendwelche Chips, die bei euch da so im Mainboard drin sind. Und die Firma System 76, die übrigens auch von Clevo Geräte bezieht und weiter vertreibt, ähnlich wie Tuxedo, die haben jetzt dafür die Erlaubnis sich geholt, dass sie dafür Firmware schreiben dürfen. Ja, ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen, als würde man bei so einer großen Firma sagen: Bitte, 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 lasst mich für euch Firmware machen. Teilweise hat das so den Charakter, man muss da sehr, sehr viele Dokumente für unterschreiben, vielleicht auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht konkret, wie das bei denen so war, aber so ist das leider mit dem ganzen Wissen, das man dafür benötigt, was sonst unter Verschluss ist. Naja, und manchmal gibt es halt auch zwar offenes Wissen, aber dann muss man sich Lizenzen holen oder wie auch immer. Man kann jetzt darüber diskutieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, so, es gibt so ein paar Free-Software-Leute, die wollen das vielleicht nicht so haben mit proprietärem Wissen. Ja, dann gibt es für Leute, die argumentieren, ja, ich möchte aber auch irgendwie damit Geld verdienen können und ich habe Angst, dass die Leute das uns nicht kaufen oder was weiß ich was. Darüber will ich jetzt aber, wie gesagt, nicht diskutieren. Ich will einfach nur den aktuellen Stand nennen und das hier ist eine sehr, sehr gute, positive Entwicklung. Privatsphäre. Es gibt so ein paar Leute, die auch schon ein bisschen paranoider sind jetzt. Ja, die mal gehört haben, so diverse Agenturen aus der Welt möchten auch mal wissen, was so auf deinem Laptop ist. Und auch da gibt es Dinge, die sich tun. Jetzt hat gerade auch sehr, sehr kurz erst, wann war das? Vor 2, 3 Wochen oder so kam die Meldung. Da wurde von der Firma Intergo, die kaufen alte Lenovo X230 Geräte auf. Das sind so Laptops, habe ich auch einen von. Und packen da ihre Firma drauf. Da kann man mit denen dann kommunizieren, Schlüsselmaterial aushandeln und dann hat man seinen eigenen Laptop mit Authentifizierung. Das heißt also, den kann nicht einfach so jeder hochfahren. Ja, da gibt es dann so einen Authentifizierungsmechanismus. Und man kann auch die Firmware prüfen. Man kann dann checken, hey, wenn ich das jetzt hochfahre, kann man irgendwie, ich weiß nicht, ob die das jetzt mit einem QR-Code gemacht haben oder sowas, aber jedenfalls kann man dann prüfen, ob das Ding wirklich integer ist und nicht zwischendurch mal, als man im Hotel mal kurz in die Bar gegangen ist, so von einem Menschen ausgetauscht wurde. Ja? Das sind so Szenarien, ich weiß, das klingt jetzt total bescheuert wie in so einem Agentenfilm, aber es gibt auch Personen, für die so etwas relevant geworden ist. Also spätestens seit Snowden wissen wir, dass das nicht nur paranoide Spinner sind, die über sowas reden. Ja? Das Coreboot-Projekt selbst ist jetzt gerade auf dem Stand Version 4.10, das ist kürzlich rausgekommen. Kann man sich so fertig runterladen, ähnlich wie OVMF, das, was ich gerade gezeigt habe, beziehungsweise CyanoCore. Man kann sich hier dann einfach so ein Tarball runterladen, kann den extrahieren und kann da ein paar Skripte ausführen. Es geht einfach über das Make-Tool und wenn ihr vielleicht den Linux-Kernel kennt, ist sehr ähnlich in der Konfiguration. Da gibt es eine Standardkonfiguration und dann kann man das auch in einen Emulator reinladen. Und die letzte Nachricht, ein Freund von mir arbeitet in der Firma Nine Elements. Das ist eigentlich eine Webagentur gewesen. Das heißt, die Agentur gibt es immer noch. Die machen auch immer noch ziemlich coole Sachen im Web. Aber er hat sich da etwas anders entwickelt und hat dann irgendwann angefangen, Firmware zu machen. Das ist natürlich jetzt eine völlig andere Hausnummer als Webapplikation, aber gut. Ja, er hat das jahrelang schon gemacht, hat da sehr viel Spaß dran gehabt und hat jetzt gerade mal ein sehr, sehr aktuelles Serverboard. Das ist von, lass mich nicht lügen, Supermicro. Danke. Cool, die Leute wissen mehr als ich.
Ja, habe ich hier auch verlinkt, aber den Linktext habe ich jetzt natürlich nicht hier. Jedenfalls, das ist ein sehr aktuelles Serverboard. Das heißt also, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Consumer seid, sondern irgendwie so Rechenzentren betreut und ihr müsst da jetzt einfach mal ein bisschen was nachausstatten und sucht etwas, wo möglichst Open Source Firma drauf ist, könnt ihr das nehmen. Und das hat die Firma Mulvard gemacht. Mulvard ist ein VPN-Provider. Hat man vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Das sind die mit dem Maulwurf im Logo, mit so einem Helm auf. Ja. Die haben das in Auftrag gegeben und das ist jetzt komplett Open Source. Das heißt also, wenn man jetzt ins Code Repository reinschaut, dann wird man zu diesem Board entsprechend da auch die Sources sehen. Ja, ich hatte reingeschrieben in die Beschreibung dieses Talks, dass ich auch ein bisschen was aus meiner Sicht dazu sagen will. Ich habe ja schon gesagt, ich bin da mehr so der Hobbytyp, wie das so für mich ist. Wir haben bei uns im Hackerspace in Bochum wiederum auch schon immer mal so kleine Workshops gemacht und so auch zum Beispiel im letzten Jahr bei unseren Labortagen. Das ist bei uns so eine Art Mini-Kongress, so ähnlich wie hier, nur halt noch kleiner, so mit 100 Leuten ungefähr. Und da haben wir zum Beispiel mal einen Coreboot-Workshop gemacht und auch mal auf Geräten Coreboot installiert, die Leute mitgebracht haben. In dem Fall zum Beispiel hier eins von HP. Das ist so ein EliteBook 2570p. Dafür gibt es dann auch Coreboot. Ist darauf portiert worden. Es gibt für den, in dem Fall jetzt Embedded Controller zum Beispiel, gerade keine Open Source Firma. Haben wir noch nicht. Ja, muss man dann so ein bisschen extrahieren, am Ende wieder reinfummeln. Aber hey, wir können das schon mal so nutzen. Ja, dann gibt es noch die Geräte wie zum Beispiel das ThinkPad X230 von Lenovo, wo es auch teilweise fertige Images für gibt. Kann man sich einfach runterladen, direkt drauf flashen, muss man sich noch nicht mal großartig mit bemühen. Ne? Also es ist relativ easy. Dann die Emulation jetzt hier in QEMU, habe ich euch gerade schon mal kurz gezeigt. Abgesehen davon, dass man halt ein bisschen das Setup dafür braucht, ist das auch erstmal gar nicht so schwer. Also ich habe das selbst hier mit OVMF hingekriegt, als Hobbytyp wie gesagt. Habe das mit Coreboot schon oft gemacht. Das war auch das allererste, was ich gemacht habe. Und das ist das, was ihr hier gerade im Screenshot seht. Das ist Firmware, die gebaut wurde mit Coreboot. Und dann kommt da CBIOS dazu. Das ist dann so eine Open Source Legacy BIOS Implementierung. Ja, und dann kriegt man da schon Output und ist happy, dass überhaupt erst was funktioniert. Ja, schon ziemlich geil. Wir wollen ja mehr rumbasteln. Deswegen habe ich mir dann irgendwann mein altes ThinkPad T400 genommen. Sieht man jetzt hier auch, da habe ich Coreboot dann für gebaut. Hat entsprechend einen ähnlichen Prozess gehabt, habe ich ja schon beschrieben, wie das, was ich gerade im Terminal da gemacht habe, auch wenn ich da nur einmal Enter gedrückt habe. Ja, und dann konnte ich das bei mir mit der Hardware, die ihr gerade auch schon mal in einem anderen Bild gesehen habt, einfach auf das Gerät draufhauen. Muss ich natürlich vorher einmal alles auseinanderschrauben, aber war es schon fertig. Naja, aber wie das so ist. Ich habe jetzt auch nicht nur einen Laptop, sondern so gefühlt 7, 8, ich glaube 8. Und einer davon ist der hier. Und bei dem hatte ich echt so ein bisschen Glück. Also manchmal ist das so frustrierend, wenn man jetzt versucht, einfach mal auf ein Gerät, was noch nicht von Coreboot unterstützt wird, Coreboot drauf zu portieren. Das heißt also, man guckt sich jetzt die ganze Hardware an, so wie ich das gerade mal beschrieben habe. Ja, man guckt sich dann, nimmt einen Schraubendreher, guckt sich dann an, was habe ich da so genau für Chips auf dem Board und dann vergleicht man das mit anderen Sachen, die schon so existieren und dann probiert man es einfach mal so ein bisschen aus. Und eine ganz große Hilfe war an der Stelle die Coreboot Community, also da gibt es einen IRC-Channel, wo ich sehr, sehr nette Leute gefunden habe, die mir sehr viel weitergeholfen haben. Ja, an mehreren Stellen war ich erstmal so, weiß nicht, ein Buch mit 7 Siegeln, da wusste ich noch nicht so ganz, wie es weitergeht, aber die haben mir da sofort irgendwas sagen können. Und schwupps konnte ich immer mal so einen Schritt weiter. Und am Ende konnte ich tatsächlich mein Betriebssystem booten. War schon cool. Ja, zum Abschluss jetzt noch eine kleine Ankündigung. Wir hatten letztes Jahr die erste Open Source Firmware Konferenz. Schon zusammen mit sehr großen Firmen. Da war unter anderem Intel. Da war unter anderem Facebook, Google. Und auch das OpenSUSE-Projekt hat uns sogar unterstützt. Die sind übrigens auch hier. Und dieses Jahr gehen wir da noch ein bisschen größer. Wir gehen jetzt in das Silicon Valley nach San Francisco.
bei Facebook und Google. Da sind nochmal wieder einige Leute auch von diversen anderen Firmen, teilweise auch Firmen, die bei uns im letzten Jahr noch nicht waren. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir werden diesmal nicht nur so wie letztes Jahr zwei, sondern drei Tracks haben. Einen allgemeinen, einen über Security speziell im Bereich Firmware und einen, wo es dann um eine konkretere Sache geht, nämlich BMCs. Das ist, wer jetzt so aus dem Serverbereich kommt, Baseboard Management Controller, da ist auch nochmal einer von diesen weiteren Chips auf dem Mainboard, dafür zuständig, das Ding von außen steuern zu können. Da gibt es ja jetzt nicht wie bei dem Laptop so, klappst du zu und dann ist das irgendwie ein Suspend. Na, ist halt im Rechenzentrum, wenn man da jetzt irgendwie was dran machen möchte, dann möchte man das von außen steuern können. Ja, und da gibt es auch sehr viele Open Source Projekte drumherum. Ja, und jetzt haben wir einen komplett eigenen Track dazu. Ja, ist übrigens der einzige Link, den ihr jetzt hier seht, den man da direkt, ja. Wird alles aufgezeichnet, auch die Sachen vom letzten Jahr sind auf YouTube. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich könnte jetzt hier die ganze Woche lang nur erzählen dazu in mehreren Räumen parallel. Tatsächlich, wenn man sich jetzt da die Aufzeichnung anguckt, kann man damit auch sich 3 Tage lang ins Bett legen und so ähnlich wie Netflix, ne, nur ein bisschen cooler, sich die ganze Zeit Sachen über Firmware anhören. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe bei mir so ein... Ja. Ist halt cooler als Netflix. Nichts gegen Netflix. Okay, so jetzt sind wir bei kurz vor Schluss. Ich sage erstmal Dankeschön fürs ganze Zuhören. Und wir haben jetzt noch mal eine Minute vielleicht so für die eine oder andere Frage. Also wenn ihr was habt, was wir ganz noch mal schnell loswerden wollt, dann jetzt. Da gibt es auch ein Mikro, das kommt. Ja, gibt es Dinge, die mit Corbo typischerweise sehr leicht ans Laufen zu bekommen sind? Und was macht so ganz große Probleme, was man so als letztes, wenn überhaupt, ans Laufen bekommt? Ja, Antwort Nummer 1, das ThinkPad X230 habe ich gerade schon erwähnt. Da gibt es eine Distribution für, die Skulls-Distribution. Das ist ein fertiges Binary. Das kann man sich so direkt runterladen. Da sind ein paar Skripte bei. Dann kann man sich einfach hier die Sachen, die ich hier auch habe. Ich halte das mal hoch. Sieht man jetzt vielleicht nicht so gut aus der Ferne. Das hier ist eine Klemme, die man dann einfach auf den Chip auf dem Mainboard setzt. Das hier ist ein Programmer. Kriegt man zusammen für 15, vielleicht maximal 20 Euro. Damit kann man das draufflashen. Auf deiner Online-Plattform, die du am liebsten magst, ob das jetzt AliExpress ist oder Amazon oder eBay. Ja? Oder du fragst einfach den Händler, die Händlerin deines Vertrauens in der Nähe. Ja, die Frage war gerade, wo kriegt man das her? Ja, also X230, wie gesagt, es gibt da auch schon vorinstallierte Sachen. Ich habe ja gerade schon mal eine Sache erwähnt. Ja, es gibt noch ein paar andere Firmen, die sowas machen. Ansonsten, die HP-Geräte habe ich ja gerade schon erwähnt, die werden auch schon gut unterstützt. Damit hatte ich auch jetzt eine sehr gute Erfahrung. Aber dafür muss man schon mal ein bisschen mehr Vorwissen haben. Also immer, je mehr man selber machen möchte, desto mehr muss man natürlich dafür wissen. Ne? Das ist genauso wie wenn du bei dir zu Hause ein Regal aufhängst, dann musst du auch wissen, was nehme ich für einen Bohrer. Habe ich eine Steinwand? Ist das Holz? Ja? Also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Ja. Okay. Hast du Erfahrungen gemacht, wer alles nach Hause funkt? Gibt es spezielle Hersteller? Okay, also die Frage ist bezüglich Funken nach Hause. Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich jetzt natürlich nicht in einer Minute beantworten kann. Also grundsätzlich ist erstmal bisher mir hier noch keine Firmware untergekommen, wo irgendwie Kommunikation nach außen geht. Das heißt nicht, dass das nicht stattfindet. Ich habe das nur selbst nicht beobachtet. Ich habe es aber auch selbst nicht konkret untersucht. Und das ist auch erstmal kein Szenario, das uns großartig interessiert. Ja, die Leute, die sich mit Firmware-Sicherheit beschäftigen, die machen sich eher darum Gedanken, dass Leute vielleicht die Firmware manipulieren, ob jetzt aus dem Betriebssystem heraus, wo es ja Schnittstellen gibt, oder dadurch, dass sie einfach mal kurz aufschrauben, so eine Klemme draufhalten und irgendwo was überschreiben oder so. Ja. Dann kann man vielleicht eher so ein Verhalten erwarten. Aber so von Werk aus habe ich das bisher noch nicht selbst irgendwie erlebt oder direkt gehört. Ja. Die eine Frage noch und dann. Ja. Gibt es die Firmware auch für ARM Embedded oder ist das alles x86? Okay, hier ist jetzt die Frage nach Prozessorarchitekturen, beziehungsweise jetzt gerade speziell ARM.
Tatsächlich gibt es sowohl Coreboot für ARM als auch zum Beispiel das U-Boot-Projekt. Das ist auch einfach für Firmware. Für zum Beispiel viele kleinere Geräte wird das auch eingesetzt. Wenn ihr, also nicht so diese kleinen Development Boards, ich weiß nicht, ob das beim Raspberry Pi auch schon vorinstalliert ist, aber auf sehr, sehr vielen Geräten ist das drauf installiert. Wenn ihr da einfach so einen USB-Seriellwander anschließt und einfach mal mitliest, was da so am Anfang ausgespuckt wird, dann seht ihr da oft zum Beispiel was von U-Boot. Nochmal kurz, vorhin war die Frage, wo ich die größten Schwierigkeiten erlebt habe. Habe ich jetzt noch nicht beantwortet, hole ich nach. Mit Embedded Controllern ist es tatsächlich erstmal am schwierigsten. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass teilweise entweder die Firmware davon versteckt ist oder man hat irgendwo nicht die direkte Schnittstelle, wie bei diesem Flash-Chip jetzt. Ja, das ist schon ein bisschen komplexer. Aber gut, das ist auch einfach, weil ich mich damit jetzt noch nicht so viel beschäftigt habe, dass es für mich trivial geworden ist. Ich denke, dass man da auch, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann irgendwie drankommt. Für ein altes ThinkPad zum Beispiel hat man da komplett was reverse-engineert schon. Ja. Okay, gut, dann machen wir damit erstmal Schluss. Vielen Dank und ja.